Stargate Timekeepers wurde veröffentlicht am 23.01.2024. Aber bevor wir loslegen, jetzt nochmal ein oder zwei Disclaimer vorweg. Je nachdem, wann ihr das Video guckt, das Spiel ist meiner Meinung nach nicht 100% fertig. Man verkauft das so, dass man sagt, hey, wir werden das Spiel schon mal zum Vollpreis verkaufen, sicherheitshalber, aber die erste Hälfte der Episoden kommt jetzt und die andere Hälfte kommt dann quasi irgendwann im April, wird nachgereicht. Das kann man jetzt finden, wie man will. Das ist nur das, was ich jetzt auf einigen Webseiten schon gelesen habe, auf einigen Computerzeitschriften, die das schon getestet haben. Das habe ich vom Entwickler auch gelesen. Und ja, kann man jetzt finden, wie man will. Ich wollte es nur sicherheitshalber erwähnt haben, bevor wir in das Spiel reingehen. Zum technischen Stand des Spiels kann ich in keinster Weise irgendwas sagen. Das werden wir jetzt gemeinsam erfahren. Worum geht es in Stargate Timekeepers? Stargate Timekeepers ist ein Spiel im Desperados-Style. Startet in Antarktika. Wir erinnern uns, das war die Schlacht auf der Erde in der Antarktis, glaube ich. Und viel mehr will ich euch auch gar nicht erzählen. Ich würde sagen, da starten wir jetzt einfach mal direkt rein. Und ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt auf das Spiel. Ganz ehrlich. Also, Episode auswählen. Tja, gut. Also, ich meine, die Auswahloptionen sind jetzt begrenzt. Schlacht um die Antarktis. The war has come to Antarctica. SG-1, the principal team of Stargate Command, has descended beneath the ice, searching for technology left behind in the lost city of the ancients. Fearing defeat, Anubis, the dominant system lord of the Gua'uld Empire, has unleashed the full force of his fleet on Earth. Stargate Command sent fighter interceptors to combat the invasion. Among the wrecks of those shot down are two survivors, Colonel Eva McCain and Major Max Bolton. Together, they must find a way to stop the enemy forces gathering to attack SG-1. Okay. Ich bin gespannt. Schlacht wird in der Antarktis mit Wolkenturm heftige Kämpfe, weswegen das Eis der Antarktis mit Wracks von Kampfschiffen übersät ist. Die überlebenden Invasoren haben sich neu formiert, um den Angriff am Boden fortzusetzen. Und wir werden vermutlich gegen Anubis Truppen kämpfen. Jetzt gucken wir uns mal am Anfang an, was unsere beiden Helden in dieser Zeit können. Das ist die gute Eva. Sie kann einen Gewehrkolbenschlag. Eva schlägt schnell zu, um das Ziel zu betäuben. Ja. Eva wirft eine benutzte Patronenhülse und lenkt so alle Gegner in Hörweite ab. Okay. Maschinenpistole. Eva feuert eine... Okay, alles klar. Easy. Und der Kull Disruptor. Eva feuert eine hochenergetische Salve um einen Kull-Krieger... Kull? Kull-Krieger? Für eine gewisse Zeit außer Gefecht zu setzen oder zu eliminieren. Also so Standardsachen, die so ein Kämpfer so kann. Irgendeine... Einmal mit der Knarre draufschießen, eine Hülse mit der Knarre einmal betäuben und irgendeine super Energiewaffe, die wunderbare, geile Sachen macht. Okay, was kann unser Max? Max kann einen Gewehrkolbenschlag, das gleiche, Scharfschützengewehr. Oh, ich liebe es. Sehr schön. Scharfschützengewehr. Ein Blendpfeil. Max verschießt einen nicht tödlichen Pfeil, der die Supersoldaten von Anubis. Ah, die. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Danke. Okay, dann gibt es den Kull Disruptor, den kennen wir. Er kann pfeifen. Ja. Stell mir das gerade vor, da kommen irgendwie 50.000 tödliche Soldaten auf dich zu und du stehst da. Bitte umdrehen. Ja, gut. Max aktiviert eine Tarnvorrichtung und kann nicht entdeckt werden, solange er untätig ausharrt. Ja, das kenne ich. Das kenne ich von meinen Informatikerkollegen. Das ist eine beliebte Technologie bei Informatikern. Tarnvorrichtung. Einfach so lange ausharren und dich sieht keiner, oder? Yep. Ist doch. Also jeder Informatiker wird das kennen. Bitte ziehen Sie Ihre Kleidung an, wir kriegen heute Besuch. Genau, bitte ziehen Sie Ihre Hose an, der Kunde kommt. Ja. Bei uns hing früher wirklich ein Zettel an der Tür, wo dann stand, bitte ziehen Sie die Hose an. Kein Witz, kein Scheiß. Bitte ziehen Sie die Hose an, der Kunde kommt. Ja, also von daher, das ist doch, also Tarnvorrichtung finde ich jetzt absolut realistisch. Muss ich jetzt mal als Informatiker erstmal ganz ehrlich sagen. Einfach nicht bewegen, die wird schon keiner finden. Einfach nicht reden, dann gehen die automatisch wieder. Ja, genau, einfach nicht reden, dann gehen die automatisch wieder. Ja, passt. Also von daher gesehen, das meine ich jetzt wirklich 100% ernst.
schon mal Daumen hoch für das Spiel. Tarnverrichtung, top. Geile Sache. So, annehmen, kann ich die auch ablehnen? Ja, was bringt mir ein Annehmen-Knopf, wenn ich sie nicht ablehnen kann? Und wenn ich schließe, dann beende ich die Mission. Na gut, wir nehmen es an. Hey, wer hätte es gedacht? Ist das nicht so ein Baumarkt-Spezial? Ist in dem Kaffee irgendwas drin, sag mal? Nee. Kaffee. Ich könnte dir da was reinmachen. Ich habe jede Menge. Kein Alkohol während der Arbeitszeit. Kein Alkohol während der Arbeitszeit, mein Schatz. Dann finde ich andere. Nein, nee, aus Prinzip nicht. Nein, tatsächlich, meine ich. So, achso, ich muss eine Taste drücken. Ja, das wäre also wär cool, wenn das irgendwo stehen würde, ne? Oh, Mann, ey. Whoa. Du, du sitzt doch nur hier und nutzt dich. Ui, das sieht nicht gut aus. Der Star Wars, nee, das war bei uns im Garten. Das sind Krieg zwischen Vögeln. Der Star Wars. Hey, over here. Eva. Max. Oh boy, are you gonna give me a hand? Yeah. No, ma'am. Can you move? Are you, okay? I'm alive. Is there anyone else here? No one that's breathing. What about SG-1? Have you heard anything? Alle tot. Over here, I'll show you. Okay, schade. Gott sei Dank. See over there? Call Warriors. They're trying to break through the ice. Isn't SG-1 down there? Yeah, the old outposts are the Ancients. We've gotta stop the Cull. You know what could stop them? That cliff, if it fell down on top of them. Now, that would require a lot of firepower. Now, what about a ship's cannon? Yeah, that might do it. Okay, let's try it. We'll head to that ship over there. Oh, have you got any weapons? Only my fists. Same. So, we'll have to find some. Spannend, spannend. Shouldn't SG-1 be out by now? We don't know how long they need. They only just located this ancient technology, and now they've got to make it work. Sounds like typical SG-1. Jetzt hätte nur noch am Anfang so ein ganz typischer Witz gefehlt. Eva, was machst du da? Ich liege hier nur rum. Nach was sieht's denn aus? Ja, jetzt gucken wir uns erstmal alles an in Ruhe. Schnell speichern, ganz wichtig, F5. F7 schnell laden, passt. Ob so ein großes Schiff in Orbit aber keine Kapazitäten, diese kleine Basis auszulöschen, irgendwie schade. Ja, das war, jetzt muss ich mal sagen, das war aber immer wieder, wie ich finde, eine der coolen Sachen von Stargate, die diese Serie ausgemacht haben. Das war nicht wie bei Star Trek, eine große, gigantische Föderation steht einem großen, gigantischen, klingonischen Reich gegenüber mit großen, gigantischen Schiffen versuchen sie sich gegenseitig in die gigantischen Schlachten gegenseitig umzubringen. Nein, das war eine kleine, winzige Truppe von Menschen, die gegen einen völlig übermächtigen Gegner es am Ende doch irgendwie geschafft hat, in typischer, man muss es ja fast sagen, amerikanischer Weise, den Dreh doch wieder zu kriegen und die Sache für sich zu entscheiden. Das war für mich persönlich immer so eine der Sachen, die ich an Stargate so geil fand, ja. Das waren vier Leute, die zugegebenermaßen auch echt coole Charaktere waren, die dann irgendwie den Dreh dann doch gekriegt haben. Das war schon immer cool, muss ich jetzt immer ehrlich sagen. So, aber ich kann auch gerne nochmal F5 drücken, wenn ich das beliebt. Jetzt gucken wir uns erstmal alles an, da sind wir abgestürzt. Alles klar, Q und E können wir drehen, WASD bewegt
die Karte. Mit der rechten Maustaste, wir können überlegen, das ist die Seite. Bewegen wir das Ganze. Jetzt gucken wir uns erstmal alles an. Das ist der gute Max. Einmal dahin. Bewege den Mauszeiger in eine Position. Das haben wir gerade gemacht. Let's hear it. Können wir beide auswählen? Ne, wir können tatsächlich im Moment nur den guten Mike spielen. Okay. So. Zack. Einmal dahin. Tutorial anzeigen mit Umschalt und linke Maustaste. Das werden wir tun. So, du kannst die Kamera bewegen mit WASD und der mittleren Maustaste. Alles klar, das finde ich super. So, dann gehen wir mal dahin. Und hier sehen wir übrigens auch, wenn wir auf die Einheiten draufklicken, diesen typischen Sichtkegel von den wir schon von anderen Spielen, wie Desperados 3 oder sowas kennen, finde ich eine super Sache. Jetzt gucken wir uns erstmal das hier an. No problem. Mit der linken, ja genau, okay, alles klar. Das hat er uns jetzt auch gesagt. Hier unten, ich hoffe, das kann man alles vernünftig sehen. Da sehen wir jetzt auch die gute Eva, die können wir jetzt auch hierher holen. Und jetzt sehen wir hier unten auch die Sachen. Wir können spannenderweise eine Patronenhülse schmeißen, aber ansonsten noch nichts machen. Das heißt, Patronen hat sie schon, aber mehr aktuell noch nicht. So, jetzt mal gucken, was das hier ist. Wir haben alles hervorheben, okay. Und einmal eine feindliche Sichtlinie. Mhm. Und einmal Pause und Schnellvorlauf. Das kennen wir auch. Ist das eine taktische Pause? Ah, sehr gut. Ah, taktische Pausen finde ich super. Das finde ich auch bei anderen Spielen cool. Taktische Pausen mag ich. So, können wir uns in die Hocke hocken? Ja. Okay, wir müssen dahin. Die sehen uns spannenderweise alle nicht. Das heißt, wir können dahin gehen und dann hier vorbeikrabbeln bis dorthin. Right on it. Ja, einmal dahin. Roger. Mhm. Jetzt gucken wir mal, ob uns jemand anderes sieht. Er geht da lang. Und die gucken spannenderweise alle nach da. Mhm. Okay. Need something? Ja, ja, wir sind unterwegs. Einmal dahin. Let's go. Got it. Und dann gucken wir uns erstmal das da an. So, Eva und Max können Ziele mit einem physischen Angriff, dem Gewehrkolbenschlag, betäuben. Nähere dich einem Ziel von hinten, drücke dann 1 und... Was? Wir waren noch nicht fertig. Pause. So. Mit der linken Maustaste, das Ziel für eine gewisse Zeit zu betäuben. Für gewöhnlich sind physische Angriffe nur gegen Zivilisten oder Jaffa-Krieger wirksam. Haben wir das mit dem Keks zu tun? Drücke vor dem Ausführen einer Fertigkeit die Escape-Taste, um den Befehl abzubrechen. Hallo Krampfi. Schön, dass du da bist. So. Es sind natürlich Jaffa. Ne? Das ist mir schon bewusst. Um einen betäubten Gegner zu fesseln, halte die Umschalttaste gedrückt und drücke dann die linke Maustaste. Ein gefesselter Gegner kann sich nicht bewegen, nicht angreifen und nicht Alarm schlagen. Alles klar. Sei vorsichtig, wenn du dich Gegner näherst. Falls du das halbkreisförmige Gesicht des Gegners direkt von vorne betrittst, wird er dich sofort sehen. Ja, also ich betäube für gewöhnlich meine Leute nicht von vorne, so dass sie mich sehen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Oder? Habe ich bei dir auch noch nie gemacht. Habe ich noch nie gemacht, ne? Also nicht, dass das hier falsch rüberkommt. Nein. Das habe ich ja gesagt, habe ich noch nie gemacht. So, dann gucken wir mal. Wollen wir nehmen Max? Eva? Ist mir eigentlich egal. Nehmen wir Eva. Kann die das? Gewehrkolbenschlag, physisch betäubend, einzeln in Nahkampf. So, wir gehen auf ihn, gehen mit Eva. Schauen mal von hinten. Einmal den Gewehrkolbenschlag dahin, bitte. Und jetzt mit Umschalttaste und Fesseln. Ja, das fällt auch überhaupt nicht auf, oder? So. Hol dir diese Waffe für Eva. Mhm. Nerd betäubt nicht mit Patronen, nur mit seinen Witzen. Ja, das kriege ich hin. Das ist wohl wahr.
Komisch, du bist nicht der Einzige, der das sagt. So, hol dir diese Waffe. Ah, diese Waffe, alles klar. So, jetzt mal gucken. Kommen wir da hin? Alles klar. Okay, so rum. Tja, komm, wir machen mal ein Abspeichern und dann kloppen wir die anderen ja auch nochmal um. Oder? Ja, komm, was soll das hier? Wilco. Einmal den hier. Einmal kurz ein Check-up und sieht keiner. Perfekt. Wir hauen den hier auch um. Hopp. Und fesseln bitte. So, nächster. What do you need? Einmal dich auch umkloppen. Da müssen wir schon aufpassen. Ansonsten wird der noch gesehen. Schnell fesseln bitte. So, jetzt müssen wir das wahrscheinlich mal mit dieser taktischen Pause machen. Now you're talking. Ansonsten werden wir gesehen. Pause. Einmal du bitte den Schlag gegen ihn. Und du bitte den Schlag gegen ihn. Und ab dafür. Sollen wir sehen? Ausführen. Ja, man sollte auch auf das Ausführen klicken. Ich glaube, die stehen nicht synchron zueinander. Das ist immer relativ wichtig. So, ein kleines Stückchen weiter weg. Du einmal ihn umkloppen, bitte. Und du einmal ihn umkloppen und ausführen. Let's move. Na, bitteschön. Taktische Pause. Eva, einmal fesseln. Und Max, bitte einmal fesseln. Und ausführen, bitte. So, perfekt. Der Schwierigkeitsgrad, den wir hier eingestellt haben, ist übrigens normal. Ich kann es euch nochmal zeigen. Ihr könnt das in Optionen unter... Dupdi-dupdi-du, wo war's? Ach, hier kann man es gar nicht einstellen. Man kann es im Hauptmenü einstellen, schade. Da habe ich es vor Spielbeginn auf normal gestellt. Guten Abend, Eiskörchen 91. Hi, schön, dass du da bist. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter, oder? Jetzt gucken wir erstmal. Hier kommen wir, glaube ich, nicht durch, ne? Ne. Here we go. Genau, dann gehen wir erstmal weiter. Oh, Moment, stopp. Da ist er. It's funny seeing you here. That's one word for it. When was the last time we saw each other? Look, Bolton, we need to focus, okay? Roger that, McCain. Okay, wir haben hier unten gerade jemanden gesehen, der rennt hier rum. Den müssen wir uns gerade mal anschauen, was er macht. Also er kommt hier in diesen Bereich, sieht aber ansonsten nichts. Wir müssen aber hier hinkommen. Das heißt, wir können hier hinten rumgehen. Und das können wir aber nur in dem Moment machen, wo die hier sind. Das sollte klappen, wenn wir aufstehen. Alles klar. Dann krabbeln wir erstmal dahin. Einmal abspeichern, sicherheitshalber vorher. Das sollte klappen. Und dann schnappen wir uns erstmal den hier und lesen uns mal durch, was da steht. So, Eva kann eine Patronenhülse werfen, um Gegner abzulenken. Drücke dazu die 2 und dann die linke Maustaste. Sobald die Patronenhülse auf dem Boden aufsteigt, richten alle Gegner im angezeigten Wirkungsbereich mit Aufnahme. Ausnahme von Aufklärungsdrohnen und Kultkriegern ihre Blicke in diese Richtung. Alles klar. So, Eva, es ist dein Turn. Du sollst eine Patronenhülse werfen. Ist die Frage, wohin? Wir müssen das ja so werfen, dass der Typ das auch hört. Und dann müssen wir vorbeirennen und uns ihn entledigen. Und jetzt müssen wir aber erstmal zusehen. Genau, da gibt nichts. Also, wir bleiben bei ihm. Übrigens schön finde ich, dass er hier, die Person, eine Anzeige über dem Kopf hat, wie lange er dort noch stehen wird. Das finde ich sehr gut gemacht, muss ich sagen. Lumpen-GG, danke fürs Folgen. Der Wolkenbruch, danke fürs Folgen. So, ich würde sagen, wir werden das jetzt mal testen. Einmal auf ihn bitte. Robocroc, danke fürs Folgen. Einmal, tja.
dahin. You planning to pick up those casings, little bug? Bite me. Right on it. Komm, komm. Do not move. Okay, das war doof. We'll go. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Jetzt müssen wir gleich hier ihm umkloppen. So, da auch nochmal gleich. Jetzt gibt es da vorne auch noch einen, der läuft erstmal da an die Wand. Das ist okay. Okay, jetzt macht er seinen Job. Alles klar. Also die beiden haben wir. Affirmative. Dann würde ich sagen, holen wir erstmal ihr Gewehr. Das müsste das hier vorne sein. Da gehen wir am besten zu zweit hin, hauen die hinten mit dem Gewehrschlag wieder um. Gewehrschlag spannenderweise ohne Gewehr. Also eher ein Faustschlag. Aber okay, gut. Right on it. Das ist Kleinigkeiten. Now you're talking. Ich habe euch übrigens oben links die FPS-Zahl mal, also da oben die FPS-Zahl mal angemacht, damit ihr das ungefähr einschätzen könnt, wie schnell das läuft, das Spiel. So, gucken wir erstmal, was das hier ist. Wahrscheinlich taktische Pause. Ja, genau, Taktikmodus. Alles klar. Haben wir schon gesehen. Wir bringen uns in Position. Also, wir gucken mal, die beiden und dort. Let's hear it. Also, du nach da. Du nach da. Taktische Pause. Eva haut ihn um. Max haut ihn um. Ausführen. Let's move. False Alarm. Er wird ihn fesseln und sie wird ihn fesseln. Und ausführen. Let's go. Das Sichtfeld der Gegner ist arg eng. Ja, das liegt an dem Gur-Ul-Symbionten. Der schränkt das Sichtfeld ein. Das ist in Folge 3 und zwickig mal gesagt worden. So. We'll go. So, was soll ich sagen? Schnappen wir uns mit Eva mal die Knarre. Genau, der Gewehrschlag ohne Gewehr. Ja, hier ist es übrigens, also ich finde es nicht schlimm, weil es bisher diese 5 Minuten, die wir gespielt haben, machen durchaus Spaß. Aber es steht halt Gewehrschlag, aber sie haben kein Gewehr. Das ist, und es ist eine Faust abgebildet. Ganz ehrlich, am Ende ist es mir wurscht. Es liegen alle auf dem Boden. Sie sind gefesselt, rühren sich nicht mehr. Also von daher, alles easy. Hubert, 1980. Hi, schön, dass du da bist. Okay, also das haben wir. Sie kann jetzt schießen. Alle Angaben ohne Gewehr. Aha. Yep. Ansgott. Ja, schön, dass du da bist. So, jetzt können wir mal gucken. Hat das Gewehr nicht. Das nicht mitgenommen. Muss auch Shift drücken. Seems functional. Ja, wunderbar. Sehr schön. Scharfschützengewehr für Max Bolton. So. Also wir können schießen 5-mal. Wir können den Kuldisruptor benutzen. Tödlich einzeln Fernkampf. Wir haben keine kein Ferngucken-Moped. Und auch keine Dingsies von 5. Gott. Was heißen die Dinger denn eh? Jetzt gehen wir aber erstmal in die Richtung und gucken uns erstmal an, was er zu sagen hat. Ah, schau mal, da vorne ist einer, aber der guckt nur. Ah, er, alles klar. Mhm. Was könnte uns die Hilfe sagen wollen? Pfeifen? Got an idea? Ja. Pfeifen könnte sein. Wir gucken mal. Now you're talking. Hallo? Ernsthaft, wenn er draufsteht, geht's nicht? No problem. Hi, Gaius. Schön, dass du da bist. Okay, Eva kann mit ihrer Maschinenpistole mehrere Gegner gleichzeitig angreifen. Drücke 3 um die linke Maustaste, um alle Ziele im angezeigten kegelförmigen Wirkungsbereich unter Beschuss zu nehmen, die mit tödlichen Fertigkeiten
Wie mit allen tödlichen Fertigkeiten kannst du mit der Maschinenpistole auch Jaffa-Zivilisten und Jaffa-Krieger eliminieren. Ah. Okay. Ich spiele auf normal. Und bisher finde ich es. Finde ich es okay. Also, völlig okay. So, aber wir gehen erstmal mit Eva los. Also hier hin und dann mit der Pistole. Oh, wir speichern das sicherheitshalber mal ab. Ich finde das ein bisschen seltsam, dass ich mich hier vor diesen Typ stellen können soll und der mich nicht sieht. Was zum Henker? Einmal taktische Pause. Maschinengewehr. Und? Da bin ich mal gespannt. WTF? Aber, was war das denn? Ich hab doch da hingeschossen. Moment, sie hat jetzt da hingeschossen und die sind umgefallen? Gut, das würde ich jetzt mal als Bug durchgehen lassen. Das war ein Bug, das wird gefixt. So, hoffentlich. So, wir holen uns mit ihm die Waffe hier. Moment. Einmal kurz ein Check-up. Sieht er hier irgendwas? Ja, komm, die haben ja eh nur so eine winzige... so einen winzigen Sichtkegel. Einmal dahin, bitte. Ist im Taktikmodus leider so mit der Maschinenpistole. Oh, faithful. Alright, we're armed and ready. Let's go. Ja, der Anfang war mega cool, muss ich wirklich sagen. Zuvor und wie zuvor alle liegen, das passt schon. Ja, im Taktikmodus ist es halt so, ne? Im Taktikmodus fängst du ja mit dem Moment an, wo sie steht. Und man könnte im Prinzip die Rotation dann noch beenden. Aber okay, komm. Geschenkt. Ist okay. So, jetzt hat er seine Waffe. Jetzt können wir gerade mal gucken. Er hat den Blendpfeil, Scharfschütze, 7 Schuss. Sie hat jetzt noch 4. Und wir können... können wir dir noch die Hände verbinden? Oscar Mike. Wir können ihn aufheben? Nee. Lass ihn mal liegen. Schmeiß ihn mal dahin. Oh, ein bisschen sanfter, sag mal. Max, der hat dir doch nichts... also, okay, der hat dir was getan. So, einmal dahin, bitte. Jetzt müssen wir da oben hin. Seid ihr gebückt? Nee, ja, doch. Einmal hinhocken, bitte. Und jetzt gucken wir uns erstmal den Rest der Karte an. Das heißt, wir können hier lang. Da gibt es erstmal eine Anweisung. Wahrscheinlich Scharfschützengeschoss. Ah, okay. Das ist irgendwie ein großes Schiff. Da sind eine ganze Menge Leute. Wenn wir die alle umbringen, wird das eine ganze Weile dauern. Da ist Munition. Das heißt, wir sollen auch ordentlich rumballern. Und dann geht's hier... ach, du Heiligsblechle. Ja, die sehen böse aus. Alles klar. Einmal speichern. Und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Kultkrieger. Ja, das ist der Wahnsinn, ey. Das ist... ja gut, jetzt gucken wir erstmal, was die wollen. Geduckt sind wir. Wir gehen auf dich, bitte. Du siehst nichts. Auf dich, bitte. Du solltest eigentlich hier oben in dem Sichtkegel nichts sehen. Sure thing. Komm, einmal dahin. What is this? Tech they're looking for anyway. It's some kind of weapon left by the ancient. Max kann mit Hilfe von weitreichenden Blendpfeilen Gegner für gewisse Zeit blenden. Drücke 3 und die linke Maustaste, um deinen Gegner zu blenden. The kind that decides who wins the war. But didn't you listen to the briefing? Yeah, of course. Well, you know, I got the key points. You really haven't changed at all. Okay, das heißt, wir haben 3 Sekunden, dann könnten wir den irgendwie da runter, dann könnten wir den da runterschmeißen. Wir können auch einfach gucken, dass wir mit Eva, wir werden das mal testen, ob wir mit Eva hier hinten langkommen, den Typen umhauen. Jetzt. Ernsthaft? Du willst mir echt sagen, du kannst da nicht runter? Boah. Echt jetzt? Grr. Ordenspriester, 1978, dankeschön. Ja gut, dann machen wir es auf die Art. Einmal gucken, wo er hinguckt.
Das heißt, hier vorne können wir hin. No problem. So, also. Max, mein Lieber. Blendpfeil. Kommst du da ran? Nee, ne? Ah, ist ja ärgerlich. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Nicht mehr allzu viel, ne? Sure thing. Na gut. Testen wir gleich nochmal. Wir können aber auch da vorne hingehen. Mal gucken, was die wollen. Now you're talking. Betäubte und gefesselte, getötete Gegner können Verdacht erregen. Wenn sie gefunden werden, schmeißt sie die Klippen runter. Genau, das haben wir eben gerade schon zufällig gesehen. Es ist die Frage, wie wir ihn hier kriegen. Nope, no chance. Na, bist du denn des Wahnsinns? So, Moment. So, jetzt kommt der Typ von oben schon wieder. Also noch eine Runde auswählen. Wir können mal ein bisschen vorspulen. Düdlüdlüt. Einmal speichern. So. Das heißt, wir können bis dahin. Let's go. Dann hoffentlich ihn. Der braucht echt ein direktes Sichtfeld, ne? So, wir machen das mal. Wir machen das mal so. Wir gehen mal mit Eva dahin. Und dann werden wir das gleich mal vernünftig machen. So, jetzt darfst du bitte gehen. Eva, macht bitte eine Patronenhülse nach. Ernsthaft? Affirmative. Nein, oh Gott, ey, das ist ja nervig. Hey. Dass ich da nirgends hinkomme. So, Oscar komm. Mike. Do not. Sure thing. Oh, schnell. Ja, das hat er mich gesehen. Ah, verdammt. Na gut. Nochmal neu. Go ahead. Ich frage mich echt, wie ich diesen Typen da umnocken soll. Ohne dass der mich sieht. Wahrscheinlich wirklich. In dem Moment, ne? Hey! Halt! Surrender! Here we go! Hey! Jafar! Kree! Okay, wir müssen also eindeutig noch ein bisschen warten. Wir sind ein bisschen zu spät dran. So. Moment. Ja, wir können das von hier versuchen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Pass auf. Das ist eine gute Idee. No problem. Das ist eine gute Idee. Da kannst du auch hinrennen. Stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Erhöhte Position bei dem Punkt oben und damit ihr den Typen wegbringt. Ja. Ja, 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 ja. So, er kommt in 2 Sekunden wieder. Wir spulen vor. Toll, Kaffee schon wieder leer. So, jetzt geht er weg. Einmal bitte ihn dort. I'm listening. Wunderbar. Let's einmal move. Ihn aufnehmen. Und da runter. Und. Nein, schnapp ihn dir. Dahin. Dahin. Negativ. Na, komm. Nicht negativ. Jetzt sehe ich so Mist. Okay. Schmeiß ihn nur einfach runter. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen komisch, dass wir in einem großen Bogen nicht schmeißen können. Aber danke für den Tipp, das haben wir hingekriegt. So, einmal herunterkommen bitte. Now you're talking. What is it? Und den können wir jetzt leider nicht einfach so erledigen. Nein, 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 nein. So, einmal bitte. Do not move. Ach echt, da sieht ihr ihn auch noch? No, ist das doof.
Seit wann gibt es das Spiel? Das Spiel gibt es seit heute. Und du bekommst es bei Steam. So, taktische Pause. Wir gucken mal, ob das noch... nein, wir warten lieber noch ein bisschen. Er konnte betäubt schreien. Ja, haha. Okay, so, einmal schießen. What is it? Roger. Eva. Einmal umhauen, bitte. Einmal aufnehmen. Wilco. Ja, das ist wirklich grenzwertig von der Zeit her, aber wir kriegen das hin. So, einmal darunter. Really? Jafar, Kree. Mach's gut. So, wir werden mal versuchen, ob wir die Situation noch rechnen können, indem wir ihm einfach ganz stumpf den Todesschuss geben. Hat funktioniert. So, jetzt sind hier ein paar aufgescheucht. Wir hoffen mal, der sieht uns keiner. Ach, wird schon geklappt haben. Ich speichere mal. Ach, ernsthaft, die Gegner suchen nach mir. Aber es bewegt sich doch keiner. Got an idea? Naja, wir machen mal weiter, mal gucken, was passiert. Das Schlimme ist, wir können nicht speichern, ne? Wir können es einfach nochmal versuchen, aber na, wir machen das mal. Wir machen mal weiter. Sure thing. So, wir gehen erstmal nach hier vorne, gucken mal, wo die hingucken und vor allen Dingen, wo die beiden hingucken. Das Problem ist, wenn wir jetzt. We are done here. Okay. Einmal abspeichern. Nein, nicht no abspeichern. Problem. Nein, nicht abspeichern. Einmal dahin. Echt, die kommen jetzt echt zum Suchen vorbei? Nee, ne, die bewegen sich. Okay, alles klar. Dann jetzt einmal ab. Speichern nicht möglich, später versuchen? Was? So, jetzt aber. Nun, lass. Also. So, jetzt haben wir auch gespeichert. Jetzt gucken wir mal, was er hier macht. Also er bewegt sich dahin und sichert die beiden. Wir können hier oben lang gehen. Die beiden quatschen miteinander. Hier könnten wir lang gehen und uns dann hier verstecken. Wir gucken mal, was er macht. Patronenhülse dahin und dann hier hin und den von hinten. Das würde gehen. Dann müssen wir uns die Situation hier mal angucken. Da ist ein komischer Krullkrieger. Da müssen wir vorsichtig sein. Und der wird von ihm überwacht. Die sehen ihn aber nicht. Okay. Der geht... Ah, okay. Der geht bis hier vorne und überwacht dann die Position hier. Gut. Der braucht man eine ganze Zeit, bis er weg ist. Alles klar. Dann werden wir uns mal vorsichtig nähern. Einmal bis hier gehen. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, wo er hingucken kann. Der dürfte hier nicht drauf gucken können. No problem. So. Let's move. Gehen einmal hier lang. So, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Let's go. Also, er guckt zyklisch hier hin und er geht weg. Wir werden das mit Eva machen. Jetzt. Patronenhülse dahin. Right on it. Umhauen bitte. Fesseln bitte.
Aufnehmen bitte. Und dahin. Roger. Schmeißen ihn mal da in die Ecke. So. Hier gibt es leider keine Büsche oder sowas. Ansonsten hätte ich den jetzt in irgendeinen Busch geschmissen. Aber ich hoffe einfach mal, so ein Guaul-Stab fällt nicht auf, wenn da so ein Guaul-Stab oder sowas rumliegt oder so. Ah, komm, der ist zum Mittagessen gegangen. Ja. Schnell speichern möglich oder kann man in verschiedenen Punkten wieder reinladen? Schnell speichern ist möglich. F5 und F7. Kein Problem. So. Missionsziele, genau. Ist die Frage, ob wir ihn sicherheitshalber nochmal umhauen? Können wir den da runterschmeißen? Ich weiß es nicht. Yep. So, wenn er weg ist, dann haben wir die Chance. Eventuell. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde den schon gerne irgendwie umhauen, ne? Oscar Mike. Wir machen das. Wir machen das. Sicher ist sicher. Wir werden mal abspeichern mit F5. Und dann gucken wir, dass wir den, sobald er hier weg ist, dass wir den mit so einem Betäubungsschuss mal ausnocken. Denn ich habe Angst, dass die Leute, also wir müssen diesen Kultkrieger mit so einem Kultschuss irgendwie erledigen, dass die dann alle auf uns zugerannt kommen. Deswegen will ich die vorher alle erledigt haben. So, die gehen gleichzeitig weg. Ah, das ist ja fies. Das ist ja fies. Kriegen wir den? Nee, kriegen wir nicht. Sure thing. Aber da. Und dann da. Now you're talking. Schnell bitte. Komm, Beeilung. What was that? Hey! Toh! Boss Alarm! So, Moment, schnell, taktische Pause. So, du wirst bitte ihn verbinden. Eva eilt bitte dahin und knockt ihn aus. Ausführen. Schnell, 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 schnell. Wunderbar. Eva bitte einmal verbinden. Tja, jetzt müssen wir die beiden nur noch loswerden, ne? Einmal schnell speichern. Got an idea. So, du nimmst ihn und kannst sure du den thing. Einfach da runterwerfen? Geht nicht? Echt jetzt? Gott, dann lassen wir den halt hier liegen, ist mir auch egal. Guck mal, Eva, du Go legst ahead. Den zumindest mal zur Seite. Got it. Wir müssen die Leute ja nicht hier so offensichtlich rumliegen lassen. So, alle klar. Abspeichern. Dann nehmen wir uns die nächsten beiden vor. Guck mal, wie der da liegt. Mit dem Gesicht nach oben, alles sehend. Oh mein Gott, was machen die da? So, jetzt nehmen wir uns die beiden vor. Ah, okay, alles klar. Einmal abspeichern. Die merken gar nicht, wenn wir kommen. Wir stellen uns mal direkt vor sie. Taktische Pause. Also, Eva kloppt ihn hier um. Und Max einmal ihm bitte auf die 12 geben. Und ausführen. Affirmative. So, zack. Jetzt müssen wir das nochmal durchsteigen. Du bitte ihn verbinden. Und Max bitte, ich glaube, das war er hier. Und einmal ausführen. Oscar Mike. Top. Roger. Gut, haben wir. Also, die beiden sind erledigt. Er ist erledigt. Er ist erledigt. Dann haben wir alles hier, ne? Dann können wir jetzt uns um den Kultkrieger kümmern und jetzt lesen wir uns erstmal durch, was hier steht. Hatten wir es doch schon durchgelesen? Ein Kultkrieger sind genetisch manipulierte Supersoldaten, die eine Resistenz gegen gewöhnliche Waffen und Angriffe aufweisen. Kultkrieger sind außerdem gegen Fertigkeiten der Kategorie Ablenken und Locken resistent. Ja. Es ist, wie es ist, Leute. Und Ratonas, 2016, danke fürs Folgen. So, wo guckt der Typ hin? Tja,
Also wir könnten mit Max tatsächlich uns stumpf da hinstellen. Er sieht uns nicht. Er sieht uns nicht. Die Frage ist, was passiert? Wie groß ist denn Max? Es ist nur die Reichweite, bei der man gehört wird. Aber pass auf. Einmal speichern. Dann gehen wir mal dahin. Und machen das mal. Aber das ist Munition für das Scharfschützengewehr, für das normale Gewehr, ne? Na, ich weiß nicht, ob wir da auch normale Mission kriegen. Wir gehen mal, wir machen das sicherheitshalber mal mit dem hier. Let's move. Ah, das könnte gerade so klappen. Einmal dahin bitte. You gotta know when to hit the coal switch. Right on it. Okay. Very clever. Kann ich ihn umhauen? Ich kann ihn nicht mal umnocken. Ach du grüne Neune, ey. Das heißt, ich kann ihn wirklich nur betäuben. Eieieiei. Got it. Ja, der ist natürlich stinksauer auf uns. Finde ich ein bisschen, hier steht zwar, für eine gewisse Zeit außer Gefecht zu setzen oder zu eliminieren, tödlich Einzelkampf, Fernkampf. Wir gehen mal da oben hin. Wahrscheinlich ist hier noch eine Munition drin oder sowas. Und lesen uns erstmal das hier durch. Ich hätte das mal zuerst machen sollen. So. Halte Ausschau nach günstigen Gelegenheiten, hervorgehobene Elemente in der Spielwelt, die du zu deinem Vorteil nutzen kannst. Meistens kannst du mit der gedrückten Umschalttaste den Mauszeiger über eine günstige Gelegenheit bewegen und siehe dann, was passieren würde, wenn du mit diesem Element interagierst. Halte Umschalt gedrückt und die linke Maustaste, um das auszuführen. Alles klar. Ah, okay. Das hört auch niemand, ne? Nein, nein. Wilco. Let's try something else. Ja, und der genetisch veränderte Supersoldat hört das auch nicht, wenn da direkt nebenan so eine Truhe geöffnet wird. Mm-mm. Roger. Genau, und die auch nicht. Nein, 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 nein. Völlig, das ist völlig surreal, dass das irgendeiner bemerken könnte. Ach, er kommt zum Gucken vorbei. Na, siehste. Na, dann haben wir es doch. Sehr schön. Let's hear it. Ja. Dann kommen wir vorbei, mein Bester. Sure thing. Der sieht das immer noch nicht. Du bitte einmal. No problem. Puffball. Nicht da, jetzt ist gut. Alles klar. So, die beiden machen ihr Ding. Den können wir ignorieren. Alles klar. Das heißt, wir gehen jetzt hier vorbei, einmal abspeichern und werden diesen coolen Soldaten einfach ignorieren. Da ist noch ein bisschen Munition drin, die brauchen wir nicht. Jetzt gucken wir mal hier unten. Da ist keiner, ne? Ne. Okay. So. Da sollen wir hin. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie wir da. Haben wir eine Map hier? Nee. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie wir da hinkommen. Hier sind wir. Wir müssen hier runter. Hier lang an den Leuten vorbei. Da können wir wahrscheinlich oben lang gehen. Hier runter. Da ist ein Kultkrieger. Müssen wir betäuben. Hier lang. Da ist dieses Eisthema und da unten müssen wir hin. Und dann müssen wir den Weg hier entlang. Das heißt, hier durch die Schlucht, die beiden müssen weg. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Und dann die Waffe hier holen. Oh, das kriegen wir schon hin. Irgendwie kriegen wir das schon hin. So, Max, mein Lieber. Einmal bitte hier hin. Let's move. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die beiden. Die sehen jeweils nichts. So, wir geben uns in eine taktische Position. Und Eva. Ihn bitte. Und Max. Ihn bitte. Und Oscar Mike. So, bitte einmal ihn verbinden. Und
Eva bitte ihn verbinden. Alles klar. Let's move. So, diesen Kultkrieger lassen wir mal da, wo er ist. Ja, ist uns in dem Fall egal. Da müssen wir nur vorsichtig sein, wenn wir jetzt weiter vorgehen. Roger. So, jetzt wollen wir einmal, genau, einmal vorsichtig speichern. So, hier müssen wir auf jeden Fall oben lang gehen. Sieht der uns? Ja. Wir sind gebückt, müssen also langsam vorgehen. Sehen die uns? Nein. Da können wir also lang schleichen. Und gehen erstmal da vorne hin und holen uns den dort. Den Punkt. Hockst du? Ja, ihr hockt, ne? Genau. Einmal an der Wand lang gehen, bitte. Sure thing. Wir müssen übrigens SG-1 retten. Eine wichtige Aufgabe für uns. So, wir gucken uns das da oben an. Das sollte safe sein. Uns gerade angeschaut. Alles klar. Eva und Max verfügen aber über eine Spezialwaffe, den Kultdisruptor. Mit dieser Waffe können sie Kultkrieger betäuben oder töten. Drücke 4 auf der linken Maustaste, um einen Kultkrieger für kurze Zeit außer Gefecht zu setzen. Ich will den aber töten. Um den Kultkrieger zu töten und somit dauerhaft außer Gefecht zu setzen, wechsle den Taktikmodus und nimm das Ziel mit 2 Kultdisruptoren gleichzeitig unter Beschuss. Alles klar. Das heißt, mit 2-mal Piff, Paff, Puff kriegen wir den weg. Jetzt müssen wir uns aber erstmal, pass auf, wir gehen in den Taktikmodus und gucken erstmal uns die Situation mal hier an. Wichtig ist die Lautstärke der Waffe. Das wurde jetzt leider nirgends gesagt. Ihr habt normalerweise, Mike from Jack, schön, dass du da warst. Ihr habt normalerweise immer so eine Lautstärke der Waffe und das müssen wir natürlich auch beachten. Jetzt mal gucken, dieser Kultdisruptor. Ich weiß halt nicht, ob das dieser blaue Radius ist, wo man uns hört, ne? Aber wir würden hier von oben treffen, von beiden Positionen. Welcome. Wir gehen einmal nach da und gucken in die, hallo? Ich würde gerne in, let's rethink this. Pass auf, ja genau, du sollst nach unten gucken, damit das halbwegs, so. Ich will einfach nur, dass sie nach unten, dass sie einfach nur in diese Richtung guckt. Das war zu weit. So, das reicht schon. Max, gleiches Thema. Ich möchte nur, dass du nach unten guckst beim Schießen. Das sieht einfach realistisch aus. Taktische Pause. So, wir wollen den ja umbringen. What is it? Ja, die hören nichts. Nein. Die kann es nicht. Er könnte es von dort. Mhm. What is it? Das heißt, sie muss, Roger, nach da. Ach mein Gott, dann schieß doch halt von hinten, ist mir auch egal. So, du kannst immer noch nicht. Das ist ja ärgerlich. Und wenn du aufstehst, das ist die maximale Reichweite der Waffe, ne? Ja, jetzt könnte sie. So, taktische Pause. Einmal auf ihn. Also wir merken uns, das Blaue ist die Reichweite, das Weiße ist der Sound. Ich will aber trotzdem nicht weiter rangehen. Sicher ist sicher. Und du auch einmal auf ihn bitte. Und dann würde ich sagen, synchronisieren und schießen. Top. Speichern. Tot ist er. Ob das klappt, wenn wir einen von denen erledigen? Wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir mal einen von denen erledigen von oben? Komm, wir machen das mal. Here we go. Soll nicht heißen, dass es hier nicht lustig ist. Ob wir da rankommen? Pass mal auf. Mike? Max, nicht Mike, Max. Ach, schade. Ach, verdammt, da kommen wir nicht ran, ne? Aber wir können ihn abknallen, mal gucken, was passiert. Schön mit laut. Jetzt gehen wir einfach mal nach unten und stellen uns da mal hin. Affirmative. Wir rennen einfach nach unten. Nein, wir werden nicht sterben. So, alle umbringen. Nein, wir haben kein scheiß freies Schussfeld. Doch, einmal du auf ihn. Und du auch auf ihn. Einfach schießen. Die
Ach, schade. Wie unerwartet. Wir sind gestorben. Nun denn. Okay. Also, wir merken uns. Die töten uns wirklich. So. Aber nehmen ernst jetzt. So, die beiden sehen uns nicht. Er sieht uns auch nicht. Let's go. Dann müssten wir jetzt hier dran vorbei können. Now you're talking. Mal, ich bin mal gespannt. Moment, Moment, stopp. Nicht aufstehen. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Kommen wir dahin bitte. Genau. Max kann Gegner mit einer Pfeife zu einer Position locken. Drücke 5, dann die linke Maustaste. Max begibt sich daraufhin zum Zielpunkt und pfeift, worauf ein Gegner vorbeikommt. Das kennen wir schon aus anderen Spielen. Und wenn Max seine Fertigkeit Tarnung einsetzt, können ihn Gegner nicht sehen, solange er seine Position nicht verändert. Alles klar. Ja, das ist eine sehr schöne Sache. Das hatte ich gerade schon mal gesagt. Das ist die sogenannte Informatiker-Tarnung. Das ist da genau das Gleiche. Ich kenne das von meinen Kollegen. Wenn die sich nicht bewegen 8 Stunden lang, dann ist das da ungefähr das Gleiche. Dann ist das auch so, als wären die nicht da. So, ich darf das sagen, ich bin einer von denen. Okay, also. Sure thing. Max, bitte. So, der ist... Hört der Musik? Nee, das ist sein Zauberstab da unten. Okay, wie weit reicht denn das Pfeifen? Nicht sehr weit, ne? Aber wir haben ja gesehen, dass die Tarnung nicht funktioniert. Das heißt, wenn wir uns dahin stellen. Tarnvorrichtung aktivieren. So. Nicht bewegen, ganz wichtig. Pfeifen. Und umhauen. So. Fesseln. Wir nehmen den mal sicherheitshalber mit. Sure thing. Packen den mal dahin. Abspeichern. Fertig. Sehr schöne Sache. So, jetzt die Frage, wie wir ihn hier loswerden. Ich würde sagen, wir versuchen das mit der gleichen... Er zuckt ein bisschen. Egal. Gehen einmal dahin. Oscar Mike. Vielleicht geduckt bitte. Hier hinten gibt's nichts. Einmal Tarnung aktivieren. Now you're talking. Einmal pfeifen. Einmal umhauen. Here we go. Jafar, Kree. Ja. Ist recht. So, auch ihn werden wir mal aus dem Sichtfeld legen. No problem. Ich habe halt Angst, wenn wir eine ähnliche Technik jetzt einmal speichern. Wenn wir die ähnliche Technik jetzt hier vorne anwenden, dass wir dort eventuell Probleme bekommen könnten. Ja. Habe ich tatsächlich jetzt gerade ein bisschen Bedenken. So, jetzt die große Frage, wie wir die beiden hier kriegen. Wir können es mal mit dem Pfeifen versuchen. Oder wir werfen eine Granate rein. Ich bin ja persönlich so ein Granatenmensch. Einfach mal schießen. So, wohin gucken die? Okay, wir müssen also vorsichtig sein. Die sehen hier alles. Ihm ist kalt. Soll er sich mal was anziehen? Okay, da ist auch noch einer. Wir müssen ja nur hier unten lang. Wir gehen erstmal bis nach da. Und dann gucken wir mal. Nein, wir bleiben mit den beiden dort. Und versuchen mit ihm mal die gleiche Taktik. Einmal speichern vorher. Einmal da hinstellen. Dann pfeifen wir einmal. Einmal nach da, bitte. Was für eine Reichweite hat denn die Waffe? Ja, okay.
Und das Problem ist, würde er uns sehen, wenn die beiden hier hingehen, weil er pfeift und wie sie dann abknallen, würde der uns sehen? Ja, würde er. Das ist sehr schade. Das heißt, die müssten wirklich hier unten reingehen. Das heißt, wir gehen mal dahin. Let's go. So, die müssen hier hinten irgendwie rein. Dann müssten wir die von hier unten erwischen. Ich hoffe mal, dass wir das hinkriegen. Yep. Und jetzt werden wir einmal pfeifen. Keine Ahnung, ob die drei das hören. Wir gucken mal. What is it? So, jetzt kommen die hier hin. Und taktische Pause. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir die hier... Wir müssen erst... Wir müssen erst quasi hier hin, um dann zu schießen. Ah, das wird doch nix. Oder was meint ihr? Das was wird? Wir testen das mal. Einfach mal, wir gucken mal. Sherlock Creek! Do not move! Okay, das war jetzt erfolgreicher, als ich das dachte. Wir haben aber nicht jeden erwischt. Okay. Das war gar nicht so unerfolgreich wie gedacht. Wir müssen nur uns sinnvoller positionieren. Shoot. Sie kann sich nicht tarnen, ne? Wir können von hier oben schießen, in der Hoffnung, dass die hier unten runtergehen. Das wäre eine Möglichkeit. Right on it. So, das testen wir mal. Wir müssen mal gleich in die Position begeben. Wie weit kann ich mit der Knarre zielen? Ja, das geht. Mhm. Und er sieht bis hier vorne. Ja, die müssen doch relativ weit rein. Wir gucken mal, ob das, hey. Gucken mal, ob das klappt. Keine Ahnung. Tarnumhang bitte, in die sure Richtung. Thing. So, dann gucken wir mal, bis wann er weggeht. Und dann pfeifen wir nochmal. Oder wir pfeifen halt von hier aus. Oscar Mike. Hier, an der Position. Dann kriegen wir nur zwei. Also einmal Tarnumhang bis nach da, bitte. Ja, genau, die wollen wir haben. So, jetzt bitte. Bitte unten hingehen. Perfekt. So. Waffe. Da lang. An Max vorbeischießen, bitte. Und ausführen. Abspeichern. Wunderbar. Die beiden sind weg. Sehr schön. Here we go. Schmeißen wir die mal... ich meine, wir werden sie fachgerecht entsorgen. Können wir die nicht... What else you got? Ernsthaft? Echt jetzt? Du willst mir sagen, ich kann die nicht entsorgen? No problem. Warte. Hier runter. Oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich will die doch nur da runterschmeißen. Das ist ja unglaublich. Moment. Muss ich den... Soll ich den erst fesseln? Nee, let's go. So, dann schmeißen wir ihn halt dahin. Ist mir auch egal. Das Problem ist, ich will halt ihn auch nochmal anlocken. Mit diesem Trick. Here we go. Und dann werden wir ihn aber mit Max ausnocken. Ja. So. Nein, Quatsch. Tarnvorrichtung. Einmal dahin. Und bitte einmal pfeifen. Ja, genau. Ja, komm mal her. Einmal ausnocken. Sure thing. Fesseln. Ende Gelände. Wunderbar. Sehr schön. Können wir das gleiche mit ihm auch machen, aber wahrscheinlich ist der außer Hörweite, ne? Ja. Schade. Aber gut, ist ja kein Problem. Wir müssen ja erstmal speichern. Wir müssen ja erstmal eh nur hier unten lang.
um uns an ihm vorbeizuschleichen. Und an ihm, der wärmt sich hier gerade. Okay. Übernommen bei der Programmierung der Maps haben sich die Entwickler nicht. Ja, es ist ein bisschen, es ist, wie soll ich sagen, zum Teil eintönig. Und es fehlen mir so Kleinigkeiten wie Klettern, hier nochmal hoch. Klar, du hast diese vielen Fertigkeiten mit der Waffen und hier und da so ein bisschen. Aber es ist genau das, was du sagst, der Wolkenbruch, das passt sehr gut. Übernommen haben sich die Programmierer bei den Maps definitiv nicht. Da gebe ich dir völlig recht. Du hast halt wirklich einen geskripteten Weg, den du gehen musst. Du konntest, guten Abend, Dark Sidious. Hi, schön, dass du da bist. Du konntest bei diesen ganzen Games von Mimimi Games, zum Beispiel Desperados 3, fand ich, konntest du immer sehr gut auch Alternativwege gehen und hintenrum und auch bei den ersten Missionen. Ich fand, da musstest du nicht immer so diesen einen Weg gehen. Da konntest du auch mal hinten irgendwo rumklettern oder vorne durch. Und hier ist halt genau klar, du musst genau da durch, du musst jetzt genau den umhauen oder hier irgendwie durchkommen. Da musst du ihn ausnocken und dafür musst du irgendwie ihn ausnocken, weil der ihn hier beobachtet und, ne, das, aber gut. Es ist halt so, wie es ist. Auch mit dem, vielleicht bin ich auch zu blöd zum Runterwerfen. Ich will das nicht ausschließen. Guck mal, wir testen das nochmal. Wir nehmen nochmal ihn und gehen mal dahin. Vielleicht liegt sie auch an der Stelle, wo ich ihn runterwerfen will. Sieh, guck mal, hier geht's. Hast du gesehen? Da geht's. Hier vorne ging's nicht. No problem. Okay. Wir merken uns. Here we go. Da geht's. Now you're talking. Einmal dahin. Und da runter. Ja, es ist, wie es ist. So, eine Idee habe ich noch. Pfeifen. Ihr könnt. Wir werden ihn so nicht erwischen. Ha, ist das ärgerlich. Und da vorne sind die Kultkrieger. Ich hätte halt ihn gerne noch von irgendeiner Position hierher gelockt, ne? Ich würde ihn halt noch unheimlich gerne erledigen, weil das macht die Situation um einiges einfacher. Aber die Frage ist, ob wir ihn irgendwie zu uns locken können. Und ich glaube, wir haben da tatsächlich keine Möglichkeit, ne? Außer jetzt wirklich stumpf. Wir können ihn auch einfach abknallen. Aber was ist denn hier unten? Da geht's. Da unten geht's. Speichern. Einmal mit Max bitte. Geduckt. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Einmal dahin. Jetzt da unten hin. Mhm. So. Reicht der Pfiff jetzt an ihn ran? Ja. Tarnung. Here we go. Pfeifen. Ja, sehr gut. Kloppe. No. Surrender. Jetzt haben wir ihn. So, speichern. Wir gucken mal. Er sieht uns nicht. Er sieht uns auch gar nicht. Top. Einmal aufnehmen. Hier zur Kante und runter damit. Abspeichern. Ende Gelände. Top. So, jetzt werden wir ihn ausnocken. Und ihn. Er ist im niedrigen Sichtbereich. Das heißt, wir können ihn zwar ausnocken, wir können ihn da aber nicht hinschmeißen. Oder wir erledigen beide gleichzeitig, was wiederum nicht geht, weil er in dem Sichtbereich ist. Okay. Und wenn wir das mit dem Pfeifen hier auch machen? Easy. No problem. So haben wir das. Moment, sieht der uns von hier aus? Nein. Sieht er nicht. Unable. So, Tarnumhang bitte. Pfeifen bitte. Jetzt ist wichtig, bis wohin er geht.
Taktische Pause. Einmal ihn bitte. Und bitte einmal verbinden. Sehr gut. Aufnehmen. Now you're talking. Zack, und runter damit. Und speichern. So, das haben wir auch. Wie kriegen wir ihn jetzt hier raus? Pfeifen? Ich muss sagen, ich finde das total cool mit diesem Pfeifen, ne? Also. Wir gucken mal, ob wir ihn auch anlocken können mit Pfeifen. Würde hier gehen. Haben wir hier irgendein Sichtfeld von einem von diesen Kultkriegern? Ne? Ah! Ganz knapp. Ganz knapp. Das passt. Glück gehabt. Was für ein Zufall. Got an idea? Ja, habe ich. Einmal dahin. Oscar Mike. So, jetzt bleiben wir mal auf ihn, bitte. Einmal pfeifen. Umhauen. Fesseln. Speichern. Dann schnappen wir uns den Typen. No problem. Und werden den auch hier runterschmeißen. Und einmal freundlich lächeln, bitte. Zack. So, Eva, meine Liebe. Alles erledigt? Max hat mit dem magischen Pfeifton hier alles abgeräumt. Ja. Wir only if we can find and control the tech. If we lose this battle, we might have a new god come morning. Nothing dampens your rosy outlook. Fertig. Danke. So, jetzt gucken wir uns mal ihn an. Er hat nix. Ich würde ihn, auch wenn es schwer ist, trotzdem sicherheitshalber ausnocken. Und wir machen das mit meiner neuen Lieblingstechnologie, dem Pfeifen. Here we go. Erfunden anno 23. Hier unten ist echt, oh, da ist ja gar nichts mehr, ne? Aber hier sind auch nochmal eine, da sind auch nochmal eine ganze Menge Leute. Da müssen wir hin, die müssen wir alle ausnocken. Was ist das denn für einer? Ist das ein Feind? Ist auch ein Jaffa-Krieger. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. No problem. Einmal tarnen bitte. Pfeifen bitte. Genau. Guck mal her. Einmal umhauen. Pop. Fesseln. Aufheben. Sure thing. Und einmal zu deinen Freunden bitte. Da müssen wir vorsichtig sein, müssen wir an der Kante gehen und einmal darunter. So, ich will nur sicher gehen, falls wir in so einer Situation wie gerade wieder sein sollten, dass die uns hören oder so, nicht, dass wir da Probleme bekommen. Oh, einmal bücken. Und jetzt gucken wir uns mal die Situation hier an. Ich denke, wir können ruhig bis da unten runtergehen. Haben wir hier irgendeine Hilfe übersehen? Nee. So. Jetzt müssen wir uns die Situation hier mal angucken. Ja. SG-1 could be in serious danger. Maybe they don't need our help if this ancient tech is so great. We could just sit back and watch the show. Ever the sniper, Max. Ja. Ja. Ich habe bei Call of Duty auch immer mit dem Sniper oben im Kirchturm gesessen. So, also, er guckt sich das an. Wird er vom... Ach, guck mal, was hält uns denn davon ab zu... Na, pfeifen, richtig. Ach, schade. Da wird's gehen. Wir müssen uns ihn hier angucken. Wieso kann ich den hier nicht näher ranzoomen? Das ist ja ärgerlich. Also an ihm wird's wahrscheinlich liegen. Er sieht nichts. Die beiden sehen auch nichts. Okay.
Also den können wir wieder mit Pfeifen anlocken. Dann werden wir erstmal Eva in Sicherheit bringen. Keine Ahnung, hier hinten oder sowas. Sicher, sicher, sicher. Shoot. Einmal getarnt bitte nach da. No. Doch. Doch. Try again. Doch. Guter Mann. So, ich würde sagen, einmal speichern. Jetzt müssen wir mal gucken, ob er uns... Ah, der kommt bis daran, ne? Jetzt. Komm, 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 komm. Schneller. Let's go. Sieht er uns? Nee. Boah, Schwein gehabt. Oscar Mike. Aufnehmen. Here we go. Und den können wir doch bestimmt hier runterschmeißen. Gucken, ob das klappt. What else you got? Da geht's. Ja. Ganz eindeutig, dass der einfach durch das ist nur ein Schneeberg. Ganz eindeutig. Okay, also, einer ist erledigt. Das war ein sehr komischer Wurf, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Aber okay. So, jetzt gucken wir uns ihn hier an. Das könnten wir an der Position machen. Sure thing. Magic Finger Max. Ja, also zumindest geduckt werden, zumindest dich ducken, Max. No problem. Das kannst du nochmal machen, ne? Also ansonsten wäre es, glaube ich, hier auch doch ein bisschen zu einfach. So, wir werden mal gucken, ob das mit Pfeifen wieder klappt. So, wer bist du jetzt? Ja. Den kriegen wir nur dort. Ja. Und da kann auch keiner hingucken. Okay. Now you're talking. Und uns von dort. Einmal tarnen, bitte. Und der muss jetzt genau an der Position sein, ungefähr. Und dann können wir pfeifen. Jetzt müssen wir gucken, wann er in dem Radius drin ist. Ja. Einmal sicherheitshalber speichern. Einmal pfeifen, bitte. Sehr gut. Wir so ein bisschen... Hallo. Ja. Genau, ein Stückchen weiter. So, jetzt kannst du umhauen. Bupp. Einmal fesseln. Und lass den Typ liegen. Wunderbar. So, jetzt müssen wir die Lage hier checken. Ob er von irgendwem gesehen werden kann. Ansonsten einmal speichern, dann kümmern wir uns erstmal um ihn, um die beiden und dann können wir im Prinzip weitergehen. Ich will auch hier sicherheitshalber alles abräumen, das sind nicht mal allzu viel. Naja, hier stehen auch welche rum. Wir sichern den Bereich erstmal und dann gucken wir, dass wir den Rest machen. Und dann holen wir uns erstmal, die Waffe. So. Also. Die sehen ihn nicht. Check. Er sieht ihn nicht. Nicht mal geduckt. Check. Er sieht ihn auch nicht. Check. Das heißt, wir haben lediglich sein Sichtfeld. Gehen wir mal dahin. Ich denke so. Ja, doch, ich sinke aber so. Mhm. Können wir ihn damit pfeifen erreichen? Schade, das geht dieses Mal nicht. Blendpfeil würde gehen. Von... Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Sure wenn, wenn wir geduckt sind. Oscar Mike. So. Einmal umhauen, bitte. Komm, 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 komm. Klein Tuck schneller. Aber auch in der letzten Sekunde, ne? Let's go. Einmal verbinden, die Augen. Wunderbar. Abspeichern. Jetzt die beiden hier. Ist die Frage, ob die von ihm oder von hier aus gesehen werden. Weil da kommt nämlich noch jemand.
Wir gucken uns den mal an. Oh, der ist aber auch. Nee, der kann es nicht. Er auch nicht. Nö. Nö, müsste gehen. Okay, Eva, meine Liebe, wir brauchen dich. Du kannst auch mal was, Eva? Eva, genau. Eva, du kannst auch was tun. Das ist ganz lieb, dass du auch da bist. Wer von euch möchte Eva sein? Möchte einer von euch Eva sein? Kann ich die umbenennen? Nee, ne? Schade. Also, Eva, meine Liebe. Ihr könnt ja mal gerne in den Chat schreiben. Wer von euch möchte Eva sein und wer von euch möchte Mac sein? Oscar Mike. Einmal dahin, bitte. Einmal speichern. Taktische Pause. Und dann werden wir mit dir bitte ihn umhauen. Und mit dir hauen wir ihn um. Ausführen. Sehr schön. Taktische Pause. Yes. Mit dir werden wir, jetzt müssen wir einmal gucken, den hier oben verbinden und Max verbindet bitte einmal ihn. Und no ausführen. Problem. So. Die beiden würde ich jetzt allerdings sicherheitshalber genauso wie ihn hier hinten dahin bringen. Falls da mal einer langläuft. Man weiß es ja nicht. Da bin ich immer... Man weiß es ja in solchen Spielen nicht. So. Also auch einmal dahin. Max kann den schon mal dahin schmeißen. Und dann schon mal den nächsten holen. Sich jetzt aber einmal abspeichern. Und Eva einmal dahin. Möchte keiner von euch Max oder Eva sein? Now you're talking. Und einmal auf den Haufen, bitte. Gott, das sieht aber auch aus. Ey, stellt euch das mal vor. Da liegen vier Jafar-Krieger. Dass das nicht auffällt, dass die Leute weg sind. Die Stäbe liegen da noch rum. Hinter dem Hügel hört man dann leise. Viermal. Fällt nicht auf, ne? Nein. Das ist völlig, das merkt gar keiner bei diesen intelligenten Würmern, die da im Bauch haben. Das kriegt überhaupt keiner mit. Egal. Wir gehen weiter vor. Tja, ist die Frage, gehen wir voll durch die Mitte oder machen wir erst die Seiten? Ich würde sagen, wir sichern erst die Flanke. Einmal die rechte Seite. Die linke Seite. Und dann gehen wir, weiter nach vorne. Weil dann müssen wir ja irgendwo... Ich habe keine Ahnung. Da kommen wir noch gar nicht hin, ne? Also wir müssen irgendwo da hinten dann hin. Aber das sehen wir dann. Wir sichern erstmal die Seite. Es sind ja nur die vier hier. Nur. Jetzt ist die Frage, wie wir das am einfachsten machen. Wir gehen erstmal mit den beiden... Oscar Mike. ...dahin. Affirmative. Und dann gucken wir mal, ob wir eventuell einen Pfiff nutzen können. Nee, leider nicht. So, wo guckst du hin? Du guckst hier hin. Hier ist ein toter Fleck. Der macht Dehnübungen. Die Frage ist aber, wo guckt er hin? Okay, hier. Wenn wir ihn hier runterlocken könnten. Ich weiß nicht, ob das mit dem Pfeifen ausreicht. Wir testen das mal. Einmal hinhocken, bitte. No problem. Na, nicht davor, dahinter. Einmal dahin. Und jetzt hoffen wir mal, dass das Pfeifen ausreicht. Ah. Das ist jetzt schade. Das ist natürlich schade, ne? Oder wir machen das so, dass wir ihn anlocken hier. Sure thing. Den dort zuerst. Das müsste gehen. So, wir stellen uns mal mit ihr dahin. Welcome. Und das Pfeifen müsste man genau da hören, wenn das geht. So, jetzt gucken wir mal, ob der im Radius drin ist. Ja, mit viel Glück müsste das sogar gehen. An genau der Stelle. Macht er nicht. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt und ob er dann dahin geht. Wir speichern mal sicherheitshalber.
Na! Merde! Zwei auf einmal. Das ist jetzt fies. Okay, Eva, meine Liebste. Dahin und stumpf erschießen. Okay, okay, okay. Easy. Die kann sich nicht tarnen, ne? Schade, schade, schade. Aber wir könnten jetzt einmal pfeifen. Und den ersten anlocken. Dann kloppen wir ihn um und dann holen wir uns den nächsten. Einmal bitte. Wer hat uns jetzt gesehen? Achso, das war der Typ hier. Ja, 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 das ist gut. So. Nummer 1. Einmal dahin. Und einmal ablegen. No problem. So, einmal dahin bitte. Unable. Ja. Unable. Dahin. So, einmal. Jetzt hoffe ich mal, dass ich nur einen erwische. Na, bitteschön. Sehr gut. Locken Sie 15 Gegner an mit Pfeifen und Pfeilen. Okay. Einmal umhauen bitte. Bup. Das glaube ich nicht, mein Freund. Ich glaube nicht, dass ich hier surrendern werde. Dann haben wir den. Sehr schön. Einmal auf den Haufen. Gott, wie das hier aussieht, ey. Einfach rauf da. Wird schon passen. Einmal speichern. So. Tja. Wir könnten noch mal gucken, ob wir den letzten auch noch mal anlocken mit Pfeifen. Weiß nicht, ob wir das noch hinkriegen. Nee, das wird nichts. Das wird nichts. Aber wir können uns jetzt theoretisch hier hinstellen. Tja. Now you're talking. Ist die große Frage, wie wir ihn hier kriegen. Ich würde mal sagen, wir gehen mit Eva auch mal dahin. Ich habe nämlich dann durchaus eine Idee, dass wir ihn ablenken mit dem Ding. Ah, das kann sie nicht. Na, bleib mal da. Einmal speichern. Die Frage ist, ob wir uns dem Typen einfach von hinten nähern. Ich denke, das machen wir, indem wir ihn einmal umhauen. Einmal fesseln, bitte. Sure thing. Und dann werden wir ihn umhauen. Und einmal Oscar fesseln, Mike. Bitte. Wunderbar. Linke Flanke ist safe. Here sehr we schön. Go. Oder die rechte, in dem Fall. Guck nochmal, da ist auch keiner mehr. Nee. Alles klar. Dann gehen wir darüber. No problem. Ja, das geht. Dann werden wir die Seite hier aufräumen. Ich denke, da können wir bis nach da now vorne gehen. So, jetzt ist die große Frage, was macht er hier? Und was machen die beiden? Oh, das ist ja fies, ey. Pfeifen? Let's go. Wir werden mit Max mal vorgehen. Gucken mal. Von da nicht. Von da könnten wir ihn anlocken. Ja, wir müssen uns aber beeilen. So. Jetzt kommt er. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ihn umnocken, wenn der andere Typ weg ist. Ich hoffe, das geht zeitlich. Komm. Ja. Genau, bleibt mal schön hier. Einmal umhauen, bitte. Schnell fesseln.
aufnehmen. Und weg damit. Mike. So, wir gucken mal, dass wir den wieder auf den Haufen schmeißen. Wir sind ja gründlich bei uns. Ne? Wir haben ja unseren Jafar-Haufen. Einmal dahin bitte. So. Here we go. Einmal speichern. Wunderbar. Also, der erste ist weg. No problem. Dann hätten wir hier noch einen. Den können wir bestimmt auch anlocken mit Pfeifen. Oder wir gucken mal, den könnten wir auch so erledigen. Der sieht ja eh nichts. Jetzt müssen wir mal schauen, das können wir mit Eva zusammen machen. Eva versteckt sich hier. Kann er da hinschießen? Das ist die große Frage. Wenn er sich irgendwo hier versteckt, wir testen das mal. Kann er dorthin schießen? Nee, das geht nicht. Oscar Mike. Einmal dahin bitte. Ich habe nur eine andere Idee, ob der eventuell den Bereich hier nicht sieht, aber ich glaube, wenn er zurückkommt, ne? Ansonsten den Fleck hier hinten. Das könnte eventuell. Ja, das könnte gehen. Das machen wir auch mit ihm hier. Wird von hier aus eventuell Pfeifen was bringen? Nee. Von hier könnte Pfeifen was bringen. Von da. Let's go. Testen das mal. Ja, sehr schön. So, das heißt, der kommt jetzt wieder. Der sucht jetzt. Der wird aber wahrscheinlich hier im Sichtkegel stehen. Ja, genau, der steht im Sichtkegel. Werden ihn nochmal herpfeifen. Und jetzt einmal umhauen, bitte. Einmal bitte verbinden. Und einmal mit Highspeed bitte hier hinten hin. Schmeißen den mal hier vorne auf den Haufen. Obwohl, na, das ist mir zu unsicher. Falls die hier vorne irgendwann mal rausrennen und hier rumlaufen und dann hier ein Sichtkegel hinkommt, dann sehen die den. Nee, wir schmeißen das alles hier wieder hier hinten hin. Oh, einmal dahin bitte. Oscar Mike. Wunderbar. Einmal safe. Und dahin. Man kann das mit Sicherheit auch einfach machen, indem man hier alles stumpf abballert oder so. Das will ich ja auch nicht in Abrede stellen. Aber so der Typ bin ich jetzt nicht. No problem. Der hier einfach rumrennt und alle erschießt. Now you're talking. Ob das geht. So. Tja, als ob das nicht auffällt, ne? Sieht der mich denn? Let's go. Nein, nein, bist du denn des Wahnsinns? Nein, um Gottes Willen. What else you got? Ja, noch ein Versuch. Einen Versuch machen wir nochmal lieber. Sure thing. So, also. Wir werden wieder dahin gehen. Einmal dahin und Tarnung bitte. Jetzt ist halt die Frage, was der Typ hier macht. Auf ihn müssen wir mal aufpassen. Nicht, dass der uns sieht. Ach komm, abspeichern. Probieren geht über studieren. Sure thing. Verbinden. Aufnehmen. Und weg damit. Ah, passt schon. Okay, einmal dahin. Sehr schön. Also, die Flanke haben wir auch. Und jetzt müssen wir uns um den inneren Bereich kümmern. Und ich würde sagen, wir werden uns zuerst um ihn hier kümmern. Jetzt müssen wir mal gucken, wo er hingeht. Denn er geht ja auch zyklisch da oben hin. Da könnten wir ihn eventuell wieder mit einem Oscar Mike. Mit einem gewissen Pfeifton bekommen. Ja, das geht wunderbar. Einmal dahin. No problem. Da sollte uns kein anderer sehen. Nein.
einmal ein bisschen schneller. Dreh deine Runde. Langsamer bitte. Pfeifen. Umhauen. Fesseln. Oh oh. Siehst du, jetzt haben sie was gehört. Das ist jetzt doof. Now you're talking. Wir werden mal noch nicht speichern. Das war eine Nummer. Das war gerade eine Nummer zu viel bei uns. Wo ist Eva? Yes. Hier, ne? Okay, jetzt sind sie alle wieder auf Position. So. Kommst du bitte einmal hier unten hin. Wir werden das gleiche machen wieder mit ihm. Da müssen wir jetzt aber ein bisschen vorsichtiger sein. Oscar Mike. Wir müssen wirklich gucken, dass er nah unserer Position steht zum Verkloppen. Here we go. Nein! Verdammt. Er hat natürlich Eva gesehen. Ja. Let's go. Egal, jetzt ist wurscht. Now you're talking. Komm, wir packen den nochmal nach da, bitte. Here we go. Dann denke ich mal, ihn können wir mit Sicherheit auch damit erreichen. Nein, kriegen wir nicht. No problem. Ah, doch, doch. Kriegen wir hin. Einmal pfeifen, bitte. Die beiden sehen nichts. Oscar Mike. Einmal umhauen. Zack. Zack. Sure thing. Ich muss sagen, jetzt zum Schluss wird es tatsächlich, zumindest hier vorne in dem Bereich, sehr schematisch. Now you're talking. So, und jetzt werden wir wieder mit den beiden hier vorne hingehen, weil die uns wieder nicht sehen. Let's go. Ansonsten haben wir alle, ne? Genau. Es hat auch irgendwie ein bisschen surreal, dass wir uns exakt vor die vorstellen, aufrecht gehen und die uns nicht sehen. Du bitte auf ihn. Eva, du darfst auch was machen. Du bitte auf ihn und ausführen. So, Pause. Eva bitte dort. Und hey. Max bitte dort. Und ausführen. Ja, schon, ne? Die Winkel. Ja, das ist irgendwie, also, das, ich muss jetzt tatsächlich mal sagen, wir sind ja bei der Mission noch nicht fertig, aber es war jetzt, also dieser spezielle Teil war sehr schematisch. Du konntest wirklich mit Max jetzt seit, keine Ahnung, wie lange machen wir das jetzt? Eine halbe Stunde oder so? Ganz schematisch. In eine Ecke stellen, tarnen, pfeifen, umhauen, nächste Ecke stellen, tarnen, pfeifen, umhauen und so einfach ganz schematisch die ganze Karte durchgehen und die Typen, die sich gegenüberstellen, ganz ehrlich, die ganz auch weglassen, die gucken sich an, die sehen nichts von der Außenwelt, du kannst auch so drum rumgehen, die würden auch nichts sehen, die bewegen sich nicht mal, gucken nicht mal irgendwo hin, wir spielen nur auf normalen Schwierigkeitsgrad, muss ich fairerweise dazu sagen, vielleicht ist es in schwer anders, das weiß ich nicht, das kann sein. Das möchte ich nicht in Abrede stellen. Aber normal ist mir tatsächlich eventuell auf schwer versuchen. Das habe ich mir mein Kabel eingeklemmt. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Aber ich muss sagen, leicht ist oder normal, was wir hier spielen, ist mir tatsächlich zu einfach. Also mir persönlich. Okay. So, ja, jetzt können wir da hingehen, ne? Ja, wir sind jetzt durch hier. Dann Feuer frei, Jungs. Cover me. Roger. Cover me. Okay, come on. Lay down your weapons. I think I've got it. Cover your ears. Warum gebe ich mir überhaupt diese Mühe, die alle umzulegen? Let her rip. Go team. Hopefully that'll buy SG1 some time. Let's move out. Sehr cool.
das war Mission Nummer 1. Ihr seht, Schwierigkeitsgrad normal, Dauer Stunde 17, 70 gespeicherte Stände geladen, 4 aufgelöst, ausgelöste Alarme 14, eliminierte Gegner 47. Ja, sehr, sehr schön. Das nächste ist der Widerstand. Und da muss ich jetzt sagen, in Anbetracht der Zeit würde ich das jetzt tatsächlich, das nicht noch starten. Länger als 23 Uhr kann ich ja meistens und so nicht. Deswegen folgender Vorschlag. Ich mache jetzt ein Fazit und dann können wir noch mal ein bisschen in den Chat gehen und dann gucken wir, ob wir auch noch was anderes spielen. Als Fazit würde ich persönlich sagen, das Spiel ist okay. Die Story ist geil, definitiv. Aber ihr habt es vorhin so passend geschrieben. Was habt ihr geschrieben? Das hat das wirklich sehr gut getroffen, das ganze Thema. Jetzt muss ich gerade einmal hochscrollen. Ach, wo war denn das? Na gut, okay, ist ja auch wurscht. Die Karten sind sehr... ja, genau, richtig. Die Entwickler hätten sich bei den Karten etwas mehr Mühe geben können. Bei Desperados 3 ist das oft so, dass du auch Alternativwege hast und dass das nicht immer auf die eine Art geht. Und ich muss sagen, zum Schluss wurde es sehr eintönig. In Normal, ganz wichtig, wir haben in Normal gespielt. Du konntest mit dem Typen wirklich stumpf rumlaufen. Brr, puff, brr, puff, brr, puff. Pfeifen, umhauen, nächster. Pfeifen, umhauen, nächster. Pfeifen, umhauen, nächster. Das war ein bisschen sehr eintönig zum Schluss. Ansonsten ist es echt ein geiles Game. Und ich werde es nochmal testen, offline dann, wie es bei dem Widerstand weitergeht.